Die Aktienmärkte sind überverkauft und brauchen jetzt irgendwie eine gute Nachricht, um eine technische Erholung machen zu können. Und diese gute Nachricht liefert China heute Nacht mit Zahlen, die einen kleinen Nachteil haben. Sie können nicht wirklich stimmen. Sie sind offenkundig manipuliert, denn die Widersprüche in diesen Zahlen sind so eklatant, dass da etwas faul sein muss. Und China hat natürlich jetzt jeden Grund, so ein bisschen die Lage ein bisschen besser darzustellen, als sie wirklich ist. Erstens, nächste Woche ist goldene Woche. Da wird China komplett verreist sein. Da werden Millionen von Menschen in die alte Heimat zurückkehren. Da braucht man gerne auch mal dann ein gutes Gefühl mit der Nachricht, na siehst du, der Wirtschaft geht es doch gar nicht mehr so schlecht, die hat die Talsohle durchschritten. Aber das ist das eine, diese Steilvorlage, die diese vermeintliche Nachricht aus China heute bietet, dass die Wirtschaft des Landes die Talsohle durchschritten hat, müssen die Aktienmärkte auch nutzen. Jetzt haben wir drei wichtige Ereignisse noch in dieser Woche aus meiner Sicht. Erstens die BIP-Revision. Da könnte einiges nach unten gehen. Vielleicht ganz gut für die Aktienmärkte, dass dann Dollar und Renditen ein bisschen rückläufig sind. Wir haben dann Aussagen von Paul am Donnerstag spätabends, 22 Uhr deutscher Zeit. Ist aber noch unklar, ob er da überhaupt was zur Geldpolitik sagen wird. Und dann am Freitag, da haben wir die Verbraucherpreise, PCE, also die Personal Consumption Expenditure Daten. Das ist wahrscheinlich dann das Wichtigste. Aber gucken wir uns zunächst mal die Lage an und schauen uns an, was China hier rausgezaubert hat. China Industrial Profits jump sharply as economy stabilizes. Also die Industriegewinne sind scharf gestiegen, weil damit zeigt sich, dass die Wirtschaft wohl sich weiter stabilisiert. Hier heißt es, die Profite der chinesischen Unternehmen sind 17,2% gestiegen vom Vorjahresmonat. Und hier sehen wir mal diese Grafik von Bloomberg hier unten. Wir waren vorher im Minus, haben uns langsam in Richtung Null gearbeitet und sind jetzt plötzlich bei 17%. Starke Leistung der chinesischen Industrie. Vielleicht haben die plötzlich irgendwo, was die Umsätze betrifft, eine Null gefunden und dann angehängt noch einmal an die Zahl. Denn schauen wir uns das hier mal an. Hier sehen wir, dass die Profite der chinesischen Industrie von Januar bis August um 11,7% gefallen sind. Das zunächst mal als Vorabinformation. Wir haben also einen Wert, der aus dem August kommt, zum Vorjahresmonat August. Und wir haben jetzt einen Zeitraum zwischen Januar und August. Da sind die Industrieprofite rückläufig. Jetzt hat übrigens trotz der so starken Daten angeblich hier aus der Industrie, hat China seine Banken angewiesen, Dollars zu verkaufen, um den Yuan zu stützen. Das wollte ich nicht zeigen, sondern das wollte ich zeigen. Warum können diese Zahlen nicht stimmen? Hier sehen wir mal die Entwicklung im Jahr 2022 und dass hier dieser August in diesem Jahr so stark war im Vergleich zum August des letzten Jahres, also August 2022, wäre ja nur erklärbar, wenn zum Beispiel jetzt da ein Basiseffekt der Fall ist, dass im August irgendwas eingebrochen ist, 2022 in China, das war nicht der Fall. Teile des Landes waren noch im Lockdown, aber das waren sie bis Ende des Jahres 2022. Das begann erst Dezember sich aufzulösen nach der WM, nachdem die Chinesen gesehen haben, ja, es gibt auch Menschen, die ohne Maske rumlaufen. However, das kann also nicht sein. Im August hat sich nichts verändert zum Juli und plötzlich ist von einem Wert von minus 10% auf plus 17% sind die Profite gewachsen. Das ist sehr, sehr erstaunlich, mindestens extrem fragwürdig. Ich glaube, das ist eine stark politisch motivierte Zahl. Xi Jinping braucht jetzt gute Nachrichten, so wie die Aktienmärkte. Er muss jetzt irgendwie zeigen, dass es der Wirtschaft doch nicht so schlecht geht, denn der Gesellschaftsvertrag steht auf dem Spiel, der da lautet, wir machen dir eine gute Wirtschaft, dafür hältst du politisch den Mund, liebe Bevölkerung. Und dieser Deal ist natürlich in Gefahr, wenn die Wirtschaft oder wenn die Partei das Versprechen nicht einlösen kann. Wie die Lage wirklich ist, sehen wir hier bei Chinas Immobilienaktien. Die sind jetzt heute weiter um durchschnittlich 2,5% gefallen. Jetzt ist so tief wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Einige Dramen in diesem Sektor. Evergrande, da wurde der
Chef, der Aufsichtsratsvorsitzende, der größte Anteilseigner. Viele Leute wurden da verhaftet jetzt. Evergrande konnte ja sozusagen oder musste eine Gläubigerversammlung absagen, aber Evergrande ist nur die Spitze des Eisberges. Also China liefert wunderbare Zahlen, gleichzeitig stützt die Notenbank den Yuan, was sie ja eigentlich nicht tun müsste normalerweise, wenn die Zahlen wirklich stimmen und dann die Märkte sagen, naja, es geht doch bergauf mit der chinesischen Wirtschaft. Also auch da ein Widerspruch. Hier sehen wir Asia Stocks mixed as China rebounds, Dollar holds. Dennoch die asiatischen Märkte in der Nähe des tiefsten Stands seit März, aber wir sehen heute eine leichte Erholung in China. Wir sehen, dass wir natürlich ein bisschen überverkauft sind. 200-Tageslinie jetzt für die globalen Aktienmärkte gemessen am MSCI All Country World Index. Gestern der Dow Jones mit 400 Punkten in den USA verloren. Das war der schwächste Tag seit März. Und hier vielleicht noch as economic worries return. Man macht sich also Sorgen um die Wirtschaft. Ich glaube, man macht sich um etwas ganz anderes Sorgen, nämlich um die Fed und Jerome Powell. Dazu gleich mehr. Hier sehen wir gleichwohl der Nasdaq wieder der schwächste Index. Interessanterweise, wir sehen der VIX um 12% gestiegen. Jetzt sagt hier Sven Henrik, it's about time to crush the VIX. Ich frage nur für einen Freund, denn der kommt jetzt wieder an eine wichtige Trendlinie. Würde also passen, wenn man jetzt den VIX wieder so ein bisschen nach unten drückt. Und jetzt schauen Sie mal bitte die einzelnen Sektoren an, was da gestern gelaufen ist. Utilities, der schwächste Sektor mit minus 3% und der beste Sektor ist Energy. Das merken wir uns mal. Energie war gestern der beste Sektor. Energie ist ohnehin der beste Sektor seit einiger Zeit im Hinterkopf behalten. Schauen wir uns aber erstmal hier die Heatmap an. Das, was also gelaufen ist bei den S&P 500 Aktien, sehen wir Microsoft, Apple, Google, aber vor allem Amazon stark unter Druck. Amazon 4% verloren. Warum? Weil Lina Khan von der Wettbewerbsaufsicht sagt, ja, ihr macht praktisch ein Monopol, indem ihr faktisch verhindert, dass Händler irgendwo anders Waren günstiger anbieten können. Also das ist Wettbewerbsverzerrung, das macht die Preise für die amerikanischen Konsumenten teuer. Das kann gefährlich sein für Amazon, denn Lina Khan will sich jetzt beweisen im Amt. Die ist noch relativ frisch in dieser Geschichte, aber Amazon 4%, das drückt natürlich. Hier sehen wir mal Nasdaq 100 Aktien über der 200-Tageslinie. Das sind weniger als 10%, nur noch 9% sind über der 200-Tageslinie. Das sind die Tiefstwerte, die wir so in diesem Jahr noch nie erreicht hatten, also in 2023. Wir waren Ende 2022 mal kurz in einer solchen Situation. Also wir sind sehr, sehr stark überverkauft. Ein technischer Rebound, alles andere als überraschend nach oben. Und dazu brauchst du halt irgendwie eine Motivation, ein Narrativ, eine Erzählung. Jetzt sehen wir den Nasdaq jetzt hat 9% seit seinem Hoch verloren. Und hier sehen wir die eigentliche Ursache. Es ist der Jerome Powell und die Fed. Denn die haben im Prinzip klar gemacht, Bilanzreduzierung auf Autopilot, Zinsen bleiben höher für länger. Und das ist die Botschaft, die die Goldilocks träumenden Märkte nicht hören wollten. Die sagten, ja, Fed wird Zinsen senken, Wirtschaft wird trotzdem super sein und Inflation verschwindet auch. Ist doch schick. Eine wunderbare Welt, wie sie uns gefällt. Aber jetzt kommt die Fed und bringt ein bisschen Realismus rein oder will auf jeden Fall den Märkten klar machen, nee, nix Party, wir werden Liquidität entziehen. Und auf der anderen Seite stellt sich jetzt Joe Biden hin, hat gestern die Autogewerkschaften besucht und sagt, ich unterstütze die 40% Lohnforderung der Gewerkschaften. Also das ist natürlich schon eine sehr schwierige Geschichte. 40%, das würde bedeuten, dass die Inflation wahrscheinlich in den USA würde das Schule machen, dann hätten wir wahrscheinlich Inflationsraten in nächster Zeit, die sich wieder waschen würden. Also die Preis-Lohn-Spirale, die schlägt richtig zu, sobald die Arbeitnehmer in den USA auch nur einen Teil dieser Forderungen durchsetzen können. Und jetzt haben wir die Situation, dass nicht nur wegen der Inflation, sondern vor allem wegen dieser massiven Verschuldung der beiden Regierungen und des massiven Angebots an Anleihen eben die Renditen steigern. Und das hat den Nasdaq lange nicht interessiert. It doesn't matter until it matters. Es interessiert nicht, bis es interessiert. Wir sehen jetzt, dass seit Anfang oder seit Mitte Juli, als die Aktienmärkte mehr oder weniger ihr Hoch erreicht hatten, seitdem gibt es wieder diese Konkurrenz, die aufgelöst war zwischen den Renditen. Steigende Renditen ist fallender Nasdaq und umgekehrt.
Jetzt sehen wir also, dass plötzlich diese Korrelation wieder gilt, die aufgehoben war seit März aufgrund der Bankenkrise und der Ausweitung der Fed-Bilanz. Und jetzt sehen wir Stock-Bond-Yield-Correlation 80%. Also steigen Renditen, fallen Aktien, fallen Renditen, steigen Aktien. Das ist jetzt die Korrelation, die fast, naja, zu 80% zutrifft. Wir sehen die Real Yields jetzt bei 2,2%. Also die Realzinsen liegen so hoch wie seit 2009 nicht mehr. Auch das unschön natürlich für hochbewertete Assets wie die Magnificent Seven. Und diese haben jetzt 1 Billion an Marktkapitalisierung verloren seit den Juli-Hochs, sind jetzt in der Nähe ihrer 4-Monats-Tiefs. Wir sehen, das könnte sehr schön eine topische Formation sein, also sich nach unten auflösen. Aber kurzfristig spricht manches eben, dass wir dafür, dass wir diesen Rebound nach oben sehen könnten. Erstmal etwa eine Microsoft-Aktie. Schauen Sie mal diese Charts an. Wichtige Unterstützung. Das gilt für so viele Bereiche. Wichtige Unterstützung. Wir sind unten ziemlich überverkauft. Jetzt kommt die Meldung, naja, ChatGPT. Also OpenAI möchte praktisch Anteile verkaufen für eine Gesamtbewertung von 90 Milliarden Dollar. Das könnte Microsoft wiederum helfen, die ja an OpenAI natürlich beteiligt sind. Überhaupt die Frage, wer ist denn in Sachen KI jetzt führend, Microsoft oder Google? Google ist technisch überlegen, hat die besseren Daten aufgrund dieser Google-Suchmaschine natürlich und aufgrund von YouTube. Auf der anderen Seite hat Microsoft Kunden. Das hat Google eigentlich nicht so wirklich. Wir sind alle Kunden von Google, aber keiner ist es so wirklich. Microsoft hat klar definierte Kunden, die Office-Pakete gekauft haben, etc. etc. Microsoft-Produkte. Das heißt, wenn ich da eine Anwendung entwickeln kann, eine KI-Anwendung, die wirklich das hält, was sie verspricht, dann kann ich sagen, okay Leute, ihr habt doch schon Abos, zahlt ihr 10 Dollar mehr, 20 Dollar mehr, 30 Dollar mehr, dann kriegt ihr hier super KI. Also auf jeden Fall steht jetzt einiges auf dem Spiel, das wollte ich damit sagen. Wir sehen hier den S&P 500 und manche spricht dafür, dass wir in Richtung 4200 nochmal fallen, selbst wenn wir uns jetzt vielleicht zum Ende der Woche erholen sollten. Wir sehen, dass Large Caps besser laufen als Small Caps. Recession Fears auf einmal. Man fürchtet eine Rezession, weil die Fed eben sagt, wir müssen den Arbeitsmarkt abkühlen und indirekt sagt sie auch, wir müssen die Aktienmärkte abkühlen. Nur so kriegen wir die Nachfrage nach unten. Wir sehen jetzt, der VIX gestern ja über 12% gestiegen, über der 200-Tageslinie. Da muss ein Rebound nach unten kommen und wir sehen den Nasdaq Daily, der ja schon aus diesem steilen Aufwärtstrend rausgefallen ist, anders als der S&P 500, beziehungsweise der kämpft noch, könnte man sagen. Diese 4360er Unterstützungszone ist durch. Jetzt sind wir unter dieser seit Oktober letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrendlinie. Da ist die 200-Tageslinie, die kommt rein, so um und bei 4200 Punkte. Also das wären noch ein paar Pünktchen übergeordnet, nicht heute übergeordnet, dass das wahrscheinlich das Kursziel sein könnte. Insgesamt sehen wir, die Zinskurven, die verflachen sich wieder. Wir sehen also die Tendenz zur Endinvertierung der Zinskurven, die Zinskurven. Kurve wird weniger negativ und das heißt dann faktisch 1:1, dass der S&P fällt. Je stärker sich die Zinskurven invertieren, umso besser für den S&P und andersrum. Wenn jetzt die Yield Curve sich endinvertiert, also über die Nullerlinie geht, die Sie oben mit diesem Strich sehen, dann ist der Recession Time, dann ist die Rezession da, so ist es immer gewesen in der Vergangenheit und ich habe gestern auch mal CNBC geguckt, mal wieder sehr ausführlich und da hieß es, ja gut, klar, ne, war ja ein bisschen heiß gelaufen, jetzt September, halt saisonal und so, aber sonst Jahresendrally ist ja klar, das kommt, dann gibt es wieder super Gelegenheiten zuzugreifen. Wir sehen aber bisher, bis auf Energie, keine Leadership. Es gibt nichts, wo man sagt, ja, hier seht ihr, das läuft doch besser, das zieht vielleicht die ganze Geschichte. Dazu sind die Gewinnerwartungen noch wahnsinnig hoch. Wir sehen jetzt, dass der Equal Weight S&P 500 im Prinzip alles ausgepreist hat, was im zweiten Quartal passiert ist, als wir eine marktbreitere Rallye gesehen hatten. Das alles ist wieder futsch. Und vorbei und hier nochmal zum Thema Energie. Ich hatte Sie gebeten, das im Hinterkopf zu behalten. Jetzt bitte hervorholen ins Vorhirn hinein. Und hier sehen wir einen älteren Tweet auf der linken Seite von
Michael Saber, Figuring Out Money, wo er sagte, wenn der Energiesektor führt, dann ist das nicht gut für die Märkte in der Regel. Dann sehen wir meistens einen schwachen in S&P 500. Und das ist genau das, was jetzt wieder passiert. Wenn Sie da rechts mal gucken in diesen Chart, das ist der aktualisierte Chart, dann sehen wir, Energie steigt oben und unten sehen wir, der S&P 500 fällt. Warum ist das so? Weil natürlich sich verteuernde Energiekosten den Konsum bremsen, die Rezessionswahrscheinlichkeit erhöhen. Hier sehen wir nochmal Warren Peace mit dieser klaren Aussage, diesem klaren Chart. Wenn Energie outperforms, dann ist die Wahrscheinlichkeit massiv groß, dass wir ein Hard Landing, kein Soft Landing bekommen, von dem Janet Yellen immer noch meinte, es müsse kommen. Wir haben insgesamt gesehen, rechter Chart hier, dass die Flucht in defensive Werte ansetzt, Growth und vor allem Zykliker laufen schlecht, aber die große Chance der Bullen, neben wunderbaren Nachrichten aus China, die hundertprozentig stimmen, meine Damen und Herren, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, gell, sonst kommt der Xi und sagt, Fugmann, gell, ich sperre dich jetzt einmal ein, nein, gut, schauen wir da mal, ich widerrufe alles und behaupte das Gegenteil, gell, Xi, wir zwei sind so, ne? Aber schauen wir uns jetzt hier mal an, was das Problem und die Chance ist dieser Märkte. Dealer Gamma extrem negativ, Market Maker also extrem abgesichert auf der Short-Seite. Geht es weiter runter, müssen Sie noch mehr Short-Positionen zur Absicherung eingehen. Geht es hoch, können Sie Short-Positionen auflösen, die Sie zur Absicherung eingegangen sind. Wir sehen am Optionsbereich sehr viele Nasdaq-Short-Positionen. Auch im Future-Bereich sehen wir das. Also das ist die Chance, ein Short-Squeeze. Kommen wir nach Germania, zu guter Letzt, IFO-Beschäftigungsbarometer sinkt weiter. Wir sehen also jetzt langsam frisst sich die Schwäche der deutschen Wirtschaft auch in den Arbeitsmarkt. Vielleicht werden die Deutschen dann langsam begreifen, dass Wirtschaft vielleicht doch wichtig ist, dass es jenseits des Klimawandels und dessen absoluter Priorisierung eben noch andere Themen gibt, auch wenn dies natürlich viel unwichtiger sind als das, was uns die letzte Generation klebenderweise zu vermitteln hat. Und hier abschließend dann noch drei Empfehlungen. Volkswagen drosselt jetzt die E-Auto-Produktion in Zwickau und Dresden wegen des Nachfrageeinbruchs. Denn nichts mehr Förderung weniger, weniger Autos. So toll scheint also die Nachfrage nicht zu sein. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Der Franken ist jetzt zur Weichwährung geworden. Die SNB hat die Zinsen nicht angehoben. Jetzt ist der Franken eine Carry-Trade-Währung, denn der ist viel weniger verzinst als der Euro und der Dollar. Leihst du dir also Franken und kaufst dir damit irgendwelche Assets in Dollar, die gut verzinst sind, ja? Das könnte eine lustige Strategie sein. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Freies Internet für China. Ein Top-Funktionär fordert jetzt, wenn China den Rückstand bei der Bewertung, vor allem Marktkapitalisierung seiner großen Tech-Unternehmen aufholen will, dann muss es das Internet frei machen. Er fordert, dass das in bestimmten Freihandelszonen schon der Fall ist. Also das ist hochspannend in Peking, aber dürften die Alarmglocken läuten bei den Apparatschiks, denn das wollen die mit Sicherheit nicht. Drei Empfehlungen und ich sage jetzt Servus, ciao.